Ja, jetzt zum Austausch einer Festplatte bei der VirtualBox. Auf der rechten Seite sehen wir hier in diesem Fenster unter Windows meine Festplatte, also ein fertig installiertes Ubuntu. Die hat eine Größe von 3,6 GB. Es kann es sein, dass du von woanders her ebenfalls eine Festplatte für deine Ubuntu VirtualBox bekommst. Und damit du nicht deine Installation austauschen musst, also deine Einstellung von der VirtualBox, kannst du sehr einfach hier diese andere Festplatte nehmen. Sie muss das VDI-Format haben und ebenfalls hier mit Ubuntu 11.04 formatiert sein, also befüllt sein. Dann kannst du die hier nehmen und hier einfach herüber kopieren. Voraussetzung ist natürlich, dass du für die Datei, die die andere überschreibt, natürlich genau denselben Dateinamen gewählt hast. Und in dem Fall kann ich das herüber kopieren und könnte dann mit einer größeren, mit der Festplatte hier dann starten. Und so gesehen, wenn du von jemand anderem dann eine Ubuntu VDI-Festplatte bekommst, musst du einfach die andere überschreiben und kannst so ganz einfach mit der VirtualBox dein Ubuntu starten mit der neuen Festplatte.